Und jetzt bitte ich drei Frauen nach vorne, Christine Buchholz, Ulrike Zerhau und Özlem Demirel. Drei Frauen, die stellvertretend heute hier vorne sitzen für ganz viele Frauen, die in Bewegung bei der PDS und bei der WSG den Parteineubildungsprozess mitgeprägt haben. Herzlich willkommen. Rosana Rosanda, die Grande Dame der italienischen kommunistischen Partei, schrieb in ihrer Autobiografie, in der Geschichte zählt das, was sichtbar ist. Umso schlimmer ist es, dass in der großen Geschichtsschreibung oft das Wirken von Frauen unsichtbar wird und wundersamerweise verschwindet. Und für uns stand fest, als wir diese Veranstaltung geplant haben, wenn es um die Geschichtsschreibung zur Parteineugründung geht, darf das nicht passieren. Das Verschweigen der Frauen darf nicht stattfinden. Und wir haben heute schon viele Episoden gehört, auch Namen sind gefallen, auch viele wichtige Männer sind noch nicht genannt worden, Leute wie Horst Schmidthenner von der IG Metall, die zum Beispiel geheimnisvoll im Hintergrund moderiert haben. Mir ist aber aufgefallen bei den ersten Berichten, dass immer wenn von der WSG so Namen genannt wurden und gedankt wurde, wundersamerweise kein Frauenname auftauchte. Dabei kann ich euch als jemand sagen, der auch auf WASG-Parteitagen sprechen durfte, zu Zeiten, als das noch nicht in trockenen Tüchern war, man eher das Gefühl hat, man tanzt jetzt auf dem Pulverfass, dass diese Parteitage ohne einige Frauen undenkbar gewesen wären. Ja? Und ich habe da immer an Annie Heike gedacht, ich war nämlich mal in Ludwigshafen da auf dem Parteitag und die waren schon anders als die der PDS, die Parteitage. Ja? Das war deutlich aufregender, lebendiger bis chaotischer und Anni saß da mit ihrem Headset-Telefon und klärte ein Problem nach dem anderen. War es ein Problem in der Küche, Presseanfragen, Anträge, die verloren gegangen waren und ich dachte immer, mein Gott, bei der PDS gibt es für jede dieser Aufgabe eine hauptamtliche Abteilung, das hat die so nebenbei gemacht. Und sozusagen deswegen, sie steht jetzt wirklich stellvertretend und ihr für die vielen Frauen, die da was geleistet haben. Ihr steht auch für ganz unterschiedliche Traditionslinien. Wir beginnen mal an mit Christine. Du bist im Vorstand der WASG gewesen seit 2005. Du kommst ganz stark aus, 2004, aus der Friedensbewegung und aus der globalisierungskritischen Bewegung. Und wir haben uns besonders kennengelernt, als wir damals die G8-Gipfelproteste mitorganisiert haben als Kampagne. Und da ist schon so ein Punkt deutlich geworden, nämlich dass bevor die Linke sich ganz offiziell vereinigt hatte, es bereits eine gemeinsame Kampagne gab. Und deswegen vielleicht dein Rückblick auf die Gründungsgeschichte. Wie ist damals diese Kampagne gelungen? Ja, ehrlich gesagt, nach auch einigen der bisherigen Beiträge möchte ich meinen Beitrag damit zu beginnen, den Mythos zu zerstören, dass die WASG ausschließlich aus frustrierten SPD-Mitgliedern bestanden hat und nichts anderes vorhatte, als den Weg zu uns zu finden, Gregor, wie du das eben gesagt hast. Die Frage, wie wir tatsächlich es geschafft haben, eine Fusion auf Augenhöhe durchzuführen, bei wirklich unterschiedlichster Struktur. Wir kannten uns alle 2 Jahre vor dem Beginn des Prozesses, kannten wir uns ja teilweise noch gar nicht. Da war Klaus, der die Rolle gespielt hat, weil er in Schweinfurt den Streik gegen die Agenda 2010 organisiert hat. Da war aber auch jemand wie Werner Dreibus, der bereits 93 wegen dem Asylkompromiss aus der SPD ausgetreten war. Da waren Annie Heike, Gisela Kessler, andere. Da war aber auch die Wahlalternative 2006 mit Ralf Krämer, Axel Trost, Sabine Lösing und anderen. Und ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass, und wir können auch viel für heute davon lernen, warum ist es gelungen, mit einer Gruppe von Leuten, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, die ein Momentum ein Stück weit gemeinsam erfasst haben, diese Chance ergriffen haben, diesen Prozess einzuleiten, weil das Ziel war ja, bis zum Mai 2005 nicht sich zu vereinigen mit der PDS, sondern wir wollten tatsächlich eine neue Linke aufbauen, bis wir dann irgendwann auch gemerkt haben, okay, da ist ja noch was. Und das macht dann auch Sinn, das sozusagen zusammen zu machen. Und das, finde ich, ist total wichtig, weil wir mit diesem Selbstbewusstsein, mit der Erfahrung, dass wir über 1,5 Jahre organisiert haben in den Orten, wo wir herkamen, Versammlungen organisiert haben, wo auf einmal Hunderte von Leuten kamen, wo wir gemeinsam interveniert haben in Demonstrationen, mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser Stärke, haben wir auch unsere strukturelle Schwäche, die wir de facto hatten, ein Stück weit überwunden und sind in den Prozess reingegangen. Das finde ich wichtig. Gleichzeitig haben wir dann auch diese Erfahrung mit rübergenommen, wie wichtig auch dieser gemeinsame Kampf, diese gemeinsame
Bewegung, diese gemeinsame Organisation ist. Und deswegen glaube ich auch, dass das eine ganz elementar wichtige Geschichte war, sowohl Proteste gegen die Bolkestein-Richtlinie damals, aber auch gegen den G8-Gipfel. Und das, finde ich, ist ein weiterer Punkt, wo wir sagen müssen, das ist was, was wir viel stärker, wir haben einen absoluten parlamentarischen Blick drauf. Und wir müssen aus dieser Anfangszeit, müssen wir uns das wieder zurückholen. Eine Sache, weil ehrlich gesagt, ich glaube auch, wenn man zu Corbyn und sonst wem guckt, sozusagen, man kann das nicht kopieren, man muss sozusagen für sich in der eigenen Zeit, in der eigenen Situation, sozusagen muss man sozusagen die Chance ergreifen und sozusagen das kann man nirgendwo abkupfern, sozusagen das muss man selbst machen und ich finde, wir haben ein Stück weit diese Erfahrung am Anfang gemacht. Eine Frage finde ich noch wichtig, wo dann tatsächlich diese gemeinsame Organisierungs- und Bewegungserfahrung, also wo das dann in Widerspruch geraten ist, auch mit den Realitäten, die wir gefunden haben. Das war 2006, das war für mich sozusagen ein Punkt, wo es erst mal kritisch wurde. Ich war auch von Anfang an eine von denen, die für die Vereinigung war, für eine gemeinsame Linke. Ich habe damals meinen Lebensmittelpunkt in Berlin gehabt und auch hier politisch gearbeitet. Wir haben 2006 eine Situation gehabt, wo es in Berlin die Entscheidung gab, in der WASG eigenständig anzutreten. Trotz des Parteineubildungsprozesses, wir hatten in Ludwigshafen, wo du warst, wo du davon berichtet hast, hatten wir eine scharfe Auseinandersetzung, ob die WASG diesen Antritt in Berlin mit unterstützt oder nicht. Sie hat es nicht gemacht, damit den Weg dann für die weitere Entwicklung freigegeben. Aber ich fand es wichtig, gerade als jemand, die sozusagen scharfe Kritikerin der Senatspolitik war und jemand, die versucht hat, diesen Bewegungsaspekt stark zu machen in der Linken, dass es wichtig ist, in dieser gemeinsamen Linken zu kämpfen und sozusagen die Spaltung zu überwinden, trotz alledem. Und ich bin froh, wir leiden in Berlin, glaube ich, immer noch ein bisschen daran, an den Spätfolgen dieser Geschichte. Aber ich finde es wichtig, eigentlich diese Erfahrung aufzubauen und zu sagen, wir müssen sozusagen die Glaubwürdigkeit uns erkämpfen, aber wir müssen auch real de facto wirken in dieser Gesellschaft. Und da können wir viel aus der Anfangszeit mitnehmen heute. Also es war eine bewegte Zeit und wahrlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, kann man so sagen. Ulrike, du kommst aus der Gewerkschaft, bist Gewerkschaftssekretärin, Bildungssekretärin bei Verdi gewesen, mit besonderem Blick auf die Beschäftigungsbedingungen. Wir beide haben uns kennengelernt in der Steuerungsgruppe und auch da gab es ja so manche Kontroverse, nicht nur um die Quote, wo wir dann Geheimtreffen hatten, um die durchzuboxen, aber was hat dich so in der Zeit getragen, allen Widerständen zum Trotz dich dafür einzusetzen, dass es am Ende klappt? Ja, ich fange mal damit an. Von meinem Hintergrund als Gewerkschaftssekretärin, als die Agenda 2010 Rot-Grün ins Leben kam, war ich oft beratend tätig und ich erinnere mich an Gespräche, wo Mitglieder zu mir kamen mit einem Kündigungsschreiben und die, also eben war die Frage, viele haben schon vergessen, was gehörte zur Agenda, es ist nicht nur Hartz IV, es waren die Befristungen, die erlaubt wurden, es war die Arbeit, die Leiharbeit, die erlaubt wurde, da kamen ja viele Dinge, die Arbeit prekärer machten, plötzlich in den Rechtsstatus rein und die Betroffenen haben sehr wohl registriert, was da in ihrem Leben gerade passiert und die Fassungslosigkeit und teilweise kamen auch Leute mit Tränen in den Augen, weil sich wie ein Film ihr zukünftiges Leben abzeichnete. So, und in dieser Situation, ganz spannende Sache, in dieser Situation kündigt der SPD-Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die Mitgliedschaft in meiner Gewerkschaft, weil wir nämlich die Aktion 5 vor 12, die Gewerkschafter werden die vielleicht noch kennen, die damals dabei waren, unter anderem auch vor seinem Büro gemacht haben, trat er aus. Da hatte ich die Faxen dick und bin aus der SPD ausgetreten. Das war dann auch eine Folge. So, ich bin nicht schon in der ersten Gründungsphase zur WASG gekommen, als die WASG als Verein sich gebildet hat, sondern bei der Gründung. Und dann ging das alles ganz schnell im Februar 2005 haben wir in Lippe den Kreisverband gebildet und dort bin ich dann auch sehr schnell in den Kreisvorstand gekommen und war auch im Bundesvorstand. Und als wir dann die Möglichkeit hatten, ja gut, wir haben die NRW-Wahl gehabt, wir haben alle da gesessen und gerechnet und gefiebert und wir waren natürlich enttäuscht, dass wir nicht noch mehr gekriegt haben, aber es zeichnete sich halt die Möglichkeit ab, mit der PDS zusammen auch über die 5% zu kommen. So, und das war es löste eine Euphorie aus. Auch gerade bei vielen Gewerkschaftern, wir waren eine ganze große Gruppe in diesem Kreisverband und wir hatten da große Hoffnung und wir haben eigentlich nie gezweifelt, dass das klappt. Also für uns war das ein Muss, dass die Parteigründung, unter welchem Namen auch immer, die muss zustande kommen. Und sie ist ja auch zustande gekommen.
Ja, danke Ulrike. Özlem, dein Zugang ist nochmal ein anderer. Du bist selber 89 als Kurdin aus der Türkei nach Deutschland geflohen, bist jetzt eine von zwei Sprecherinnen der Linken in NRW. Dein Zugang zur Partei kam aber über die offenen Listen. Du hast 2004 dann für die PDS im Rat der Stadt Köln kandidiert und bist auch eingezogen, bist dann vor der Vereinigung eingetreten. Was war so deine Motivation oder dein Highlight dieser bewegten Zeit? Highlights gab es, glaube ich, viele, aber vielleicht nochmal zu meiner Person und wie es kam. Also ich werde ja immer traditionell der PDS zugeordnet, weil ich eben eine der wenigen Mandatsträgerinnen auf kommunaler Ebene war, die Nordrhein-Westfalen damals von der PDS aus hatte. Ich hatte aber nie ein PDS-Parteibuch, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich in den Rat eingezogen bin. Ich bin eher über einen Migrantinnenverband da reingekommen, über die DIDIF, die gesagt hatte, wir wollen gemeinsam zu Wahlen antreten und geguckt hat, mit wem wollen wir antreten. Also es ging darum, irgendwie zu sagen, Migrantinnen und Migranten, die hier leben, müssen sich mehr in das politische Geschehen einbringen und wir wollen uns dafür bemühen, auch bei Wahlen dann, also nicht nur außerparlamentarisch. Und daraufhin haben wir uns das angeguckt und dachten, okay, welche Parteien kommen dafür in Frage? Und es war leider so zu dem Zeitpunkt, dass die PDS die einzige, zum Beispiel die einzige Partei war im Deutschen Bundestag, die Nein zu Kriegseinsätzen gesagt hatte, zum Jugoslawienkrieg. Und da war für uns klar, also es ging nicht lediglich um Parlamentssitze oder so, aber es ging darum, natürlich ein politisches Zeichen zu setzen und dann auch eine Partei zu stärken, die dann an einer Stelle klare Kante gezeigt hat, wo es notwendig war, 1998 der erste Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr. Da musste natürlich auch diese Partei gestärkt werden, auch wenn ich sonst vielleicht an anderer Stelle Kritikpunkte an der PDS gehabt habe. Und deshalb haben wir es gemacht und später gab es ja dann diesen Tag, wo Oskar sich öffentlich erklärt hat, ich stehe bereit, wenn beide Parteien zusammen antreten. Und wir haben das natürlich sehr stark gefeiert und wir haben gesagt, das ist genau notwendig, um die neoliberale Hegemonie, die es ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich gesellschaftlich gab, zu durchbrechen, eine breite Front sozusagen aufzubauen mit einer gemeinsamen Kandidatur und einer gemeinsamen Partei. Und zu dem Zeitpunkt dann bin ich eingetreten in beide Parteien, aber habe natürlich, weil ich ursprünglich die Wurzeln in der PDS hatte, dann hauptsächlich in der PDS gearbeitet und war von dieser Seite im Übergangslandesvorstand. Was ich faszinierend fand, Gregor meinte eben, die WASG war wesentlich im Westen und mit der WASG war es wesentlich jünger in die Partei. Ich war zu dem Zeitpunkt, das gestehe ich auch natürlich, 21 Jahre alt oder 20 Jahre alt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, eine sehr junge Partei zu sein, aber es ist wahrscheinlich auch alles relativ in den Jahren anders gewesen. Also anders, als ich zum Beispiel heute wahrnehme in der Partei. Aber was ich halt faszinierend fand, war tatsächlich, dass die Auseinandersetzungen ganz anders waren. Also vielleicht auch mal mit dem Blick, die PDS wird ja mal dem Osten zugeordnet. Ich habe jetzt irgendwie die West-PDS damals erlebt. Und da war es natürlich so, dass die Leute, die dort vorher in Wahlkämpfen gestanden haben, die vorher an Infoständen gestanden haben, die kannten es, auf der Straße beleidigt zu werden ohne Ende. Die kannten es, in Wahlniederlagen zu haben. Und die standen da trotzdem aus Überzeugung. Und dementsprechend waren auch die Haltungen anders. Also es gab jetzt auch nicht die großen Streitigkeiten, jetzt zum Beispiel in dem Kreisverband Köln, auch wenn es da unterschiedliche Standpunkte gab, in der PDS, wie ich sie kennengelernt habe. Aber später mit der WASG, wo eine neue Partei dazu kam, wo natürlich auch viel mehr Ausstrahlung nach außen, eine viel größere Relevanz auch bei Wahlen dazu kam, natürlich auch die Auseinandersetzungen viel heftiger wurden oder zumindest spürbarer und erlebbarer für mich wurden. Das fand ich persönlich sehr bezeichnend. Vielen Dank. Soweit der Blick zurück. Jetzt in aller gebotenen Würze und Kürze noch ein Blick nach vorn. Christine, du hast schon ein ganz klares Plädoyer abgehalten für Orientierung, Aufbewegung, Zusammenarbeit. Jetzt ist natürlich die größte Mobilisierungsaufgabe gerade der Wahlkampf, aber als Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes richten wir natürlich schon auch den Blick auf noch anstehende Aufgaben. Wo sind deiner Meinung nach jetzt in den nächsten Monaten, nächsten Jahren die größten Mobilisierungsaufgaben und Herausforderungen? Ich will für zwei Sachen rausgreifen. Das eine, Volk hat über sozusagen die Klasse gesprochen und wir sitzen ja auch noch als Frauenrunde nebenher. Ich finde, das Ganze sollte man sozusagen von der abstrakten Ebene auf die konkrete Ebene holen. Wir haben momentan Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern um die Personalbemessung. Ich halte das für eine ganz zentrale Auseinandersetzung, weil das tatsächlich ein Punkt ist, wo es in die politischen Forderungen reingeht und wo es auch tatsächlich schon erste Schritte, erste Erfolge gibt. Es ist unser verdammter Job als Partei,
auch als Teil des Wahlkampfes, das ist nicht eine Sache, die man irgendwie hintereinander oder getrennt macht, in den nächsten Wochen und Monaten die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern zu unterstützen, weil das unser tiefstes Anliegen ist. Das finde ich ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, es ist absolut richtig zu sagen, dass wir als Linke mit einem klaren Profil, mit einer klaren sozialen Alternative sozusagen eine Voraussetzung sind, dass wir der Rechten, der AfD und allen anderen das Wasser abgraben. Ich glaube aber auch, dass wir eine extra Anstrengung machen müssen, um dieser rassistischen Ideologie der AfD etwas entgegenzusetzen. Und das ist ein Job, den wir haben in der Gesellschaft mit vielen, vielen gemeinsam. Das ist ein Job, den wir haben, auch in der Befähigung unserer Genossinnen und Genossen. Das wird extrem wichtig im Wahlkampf, aber das wird auch wichtig für die Zeit danach, ob wir es schaffen, sie rauszuhalten oder nicht. Dieser Kampf muss geführt werden. Ich finde, das ist auch ein Job, den wir als Linke haben. Özlem, du hast ja auch immer dich ganz klar sozusagen stark gemacht, klare Kante gegen Rassismus gezeigt. Wir waren zusammen in Köln bei den Anti-AfD-Protesten. Gibt es da einen Widerspruch zwischen den klaren antirassistischen, ich muss ja als Advocatus Diaboli hier diese Frage stellen, zwischen antirassistischem Engagement und der neuen Klassenpolitik? Nein, selbstverständlich nicht. Für mich gehört die Frage, die soziale Frage, genauso wie die Antirassismusfrage zusammen. Und ich benutze jetzt auch nicht irgendwie die neue Klassenpolitik als Begriff, sondern ganz klar, warum ich auch finde, dass das zusammengehört. Es ist so, dass die Klasse soziale Errungenschaften braucht. Ja, die Arbeiterinnenklasse in ihrer Vielfalt braucht diese Errungenschaften und die kann sie nur durchsetzen, wenn sie eben nicht gespalten ist, wenn sie nicht eingeteilt in unterschiedlichste Gruppierungen. Und zu dieser Klasse gehören natürlich auch Facharbeiterinnen mit Migrationshintergrund, prekarisierte, nicht ohne Migrationshintergrund, Frauen, Männer und viele verschiedene Menschen, die unterschiedlichste nationale oder religiöse Herkunft haben. Und nur wenn sie gemeinsam dafür einstehen, dann können sie auch wirklich soziale Errungenschaften durchsetzen. Und ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich bei Streiks. Also ursprünglich komme ich aus der Stadt Köln. Ford-Streiks. Also es gibt, glaube ich, in diesem Alltagsleben, zum Beispiel bei Ford in dieser Fabrik, ich kenne auch viele Arbeiterinnen von da, schon eine sehr große Gespaltenheit, wo die unterschiedlichen Ethnien, die da arbeiten, irgendwie für sich sitzen. Aber bei den Streiks stehen sie zusammen wie eine Eins. Und nur weil sie wie eine Eins zusammenstehen und eben diese Ressentiments, die es gibt, überwinden und Solidarität praktisch leben, können sie auch stark in ihren Forderungen sein und ihre Forderungen durchsetzen. Und deshalb glaube ich, dass es auch die Aufgabe der Linken ist, das deutlich zu machen. Klar, es geht um soziale Errungenschaften, für mich geht es um Klassenpolitik, aber Klassenpolitik funktioniert nur antirassistisch. Vielen Dank. Ulrike, du hast dich auch stark dafür gemacht bei der Programmdebatte, dass das Feminismus gestärkt wird, dass die Idee der Kämpfe um Zeit, die Vier-in-Einem-Perspektive stark gemacht wird. Was würdest du heute zum 10. Geburtstag in puncto Frauenpolitik und Feminismus der Linken mit auf den Weg geben? Ich möchte noch mal einen kleinen Rückblick erst auf die Gewerkschaftsfrage stellen. Also weil es ja eben öfter hier auch eine Rolle gespielt hat, wir sind nicht genügend verankert in den Gewerkschaften, das war ja Konsens. Das ist eine große Baustelle, da müssen wir ran. Also eine Idee von Christine ist sicherlich auch ganz wichtig. Es ist etwas anderes, aber sehr viel schneller möglich. Alle Mitglieder, die in der Linken sind, können natürlich sehr schnell schon mal Mitglied der Gewerkschaft werden. Ich glaube, auch da könnte man in der Richtung sich mehr auf die Gewerkschaften zubewegen. So, das ist das eine. Dann die Frauen, ja, also wir haben ja eine Menge inzwischen auch gemeinsam hier gemacht und ich glaube, wir müssen vom Selbstverständnis der Partei auch nochmal rangehen. Wir brauchen nicht eine Partei, die viel Gutes für die Frauen tut, sondern Frauen müssen die Linke als eine Partei erleben, in der sie gut Politik machen können und ihre Interessen vertreten können. So, auch nur eine kleine Erinnerung, als wir noch in der Gründungsphase waren. Wir haben 3 Kooperationsabkommen gemacht. Einige, ihr werdet euch daran erinnern. Im 3. Kooperationsabkommen hatten wir einen Beirat vorgesehen. Ein Beirat mit Nichtmitgliedern aus dem Bereich von Kultur und Wissenschaft, die uns nahestanden, kritisch aber wohlgesonnen waren.
Wir haben heute Abend hier ein wunderbares Beispiel erlebt, auch gleich der erste Beitrag, wenn ich richtig aufgepasst habe, hat er den längsten Beifall bekommen, aus der Kultur. Kritisch, wohlwollend, uns aber auch ganz schön die Leviten gelesen. Vielleicht könnte man auch dieses wieder aufgreifen und durchaus mal überlegen, ob wir so etwas nicht wieder ins Leben rufen. Eine zweite Sache war, wir haben konkret damals, ja, es sind ja sogar konkrete Angebote gekommen, auch mal den Parteitag anders zu organisieren. Also wir sollten solche Kritik auf gar keinen, solche Vorschläge nicht ignorieren. Wir haben diesen Beirat im Gründungsprozess leider nicht umgesetzt. Bis auf eine Ausnahme, es stand eine Menge Namen drauf, ich weiß gar nicht mehr alle, ein Name war Frigga Haug. Und Frigga war tatsächlich die Einzige, die wir angesprochen haben und auch Beiträge geliefert haben. Und so ist damals 4-in-1, ist gerade als Stichwort gekommen, so ist dieser Vorschlag als eine Möglichkeit, eine Vision, eine Utopie zu machen, in diese Partei reingeraten. Nur einfach mal zur Erinnerung. Vielen Dank, Özlem, Ulrike, Christine. Eine Parteineugründung braucht immer auch kritische Köpfe in der Kultur, in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen. Vielen Dank an euch.